Ist das eine saublöde Idee, ey? Hi Lootschergen, willkommen zu einer neuen Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute die Stadt Kuyas belagern. So eine Schnapsidee. So eine verdammte Schnapsidee. Aber es wird lustig. Ja, es wird witzig, oder? Wenn wir ehrlich sind, das wird lustig. Das wird einfach ein Spaß. Das wird ein großer Spaß für die ganze Familie. Oh. Ja, gut. Okay. So. Komm. Ran. Ran. Die haben gar keine Chance. Ja. Wir werden das Ding belagern. Und wenn nicht, dann haben wir ein bisschen... Dann sind wir wieder ein paar Erfahrungen reicher. Wir hungern die aus. 12 Tage. Das halten wir durch. Mit 230. Oder? Wir haben 32 Tage Nahrung. Und das Schöne ist, da wird ja jetzt keine Armee kommen oder so, die uns auf den Sack geben kann, außer die brechen hier aus. Dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, das machen die nicht. Das heißt, wir warten. Wir warten das ab und dann marschieren wir schnurstracks rein und dann gehört uns diese Stadt. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Eventuell. Ist das eine saublöde Idee, ey. Da ist der Sama, der könnte jetzt gefährlich werden, aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wir lassen die einfach aushungern. Wir lassen sie ausbluten. Boah, ich bin so gespannt. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen nervös, Leute. Ich bin dezent nervös. Sage ich euch, wie es ist. 9 Tage. Ich bin ein bisschen nervös. Ich glaube, der Sama würde gerne, aber der darf nicht. Deswegen ist er ein bisschen traurig. Ist aber auch halt echt eine Schnapsidee, ne? Eine absolut mega Schnapsidee. Aber eventuell kapitulieren die ohne Schlacht. Und dann gehört es halt uns, ne? Dann haben wir eine eigene Stadt. Nur für uns. Boah, Alter. Ey, das wär's. Das wär's absolut. Wenn wir das hinbekommen würden. 6 Tage. Ekarant unterstützt uns dabei sogar noch, indem er das Dorf hier plündert. Wir bauen jetzt erstmal nichts mehr. Wir warten jetzt einfach ab. Wir lassen die einfach verhungern jetzt da drinnen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Weil wenn die kein Essen mehr haben, dann werden das ja weniger. Glaube ich. Dann sterben die da drin, ja? Oh ja, da kämpft gerade Romund. Romund hilft uns. Ah, Vlandia. Auf Vlandia ist Verlass. Gutes Reich. Ein Tag noch. Ein Tag noch. Wenn ich das schaffe, ne? Alter. Dann weiß ich auch nicht mehr. Gleich geht denen die Nahrung aus. Und dann hoffe ich, dass die da alle wegsterben da drinnen. Noch werden es mehr, aber die haben bald kein Essen mehr. So, sie haben schon... Die Garnison leidet Hunger. Es werden weniger. Oh! Defenders request to Palais. So, das ist das Erste. Sie würden uns 15.000 anbieten, das machen wir nicht. Wir warten. Wir warten, bis sie aufgeben.
Wir warten. Nein! Leute! 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 Die Stadt ist unser. Es war so eine Schnapsidee. Aber Leute, die Stadt gehört jetzt einfach uns. Geht, glaube ich, nicht im Base Game, sondern nur im mit Mods. Ja. Das ist unsere Stadt jetzt, ne? Und weißt du was? Die Gewürzverkäuferin, das wird unsere Statthalterin. Die ist nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Azarai. Das Ding ist Azarai. So, jetzt gehen wir erstmal Geld für Projekte aus. Die Leute hungern hier. Das ist schlecht. Ja, wir wollen nicht, dass die weiter hungern. Den Marktplatz breche ich ab. Und wir bauen stattdessen Festgelände für die Siedlungstreue. Wir möchten das Ding ja auch behalten, nach Möglichkeit. Alter. Wir haben halt einfach jetzt eine verdammte Stadt in unserem Besitz. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich das Nächste. Jetzt müssen wir das Ding natürlich noch halten. Und dafür ist es notwendig, dass wir die Nasenbären da drinnen... Können wir die irgendwie anheuern oder so? So. Ich möchte Frieden schließen mit euch. Wie viel willst du dafür? Alles. Okay, das kannst du knicken. Gut, Wir wollen ja, dass sie nicht mehr da sind. Das heißt, da machen wir uns verdammt unbeliebt, wenn wir das tun. Und ich merke gerade, wir müssen die ja noch einkerkern. Das machen wir mal eben schnell. Alter, wir haben halt echt eine Stadt jetzt, ne? Wir haben halt einfach jetzt eine Stadt. Ja? Wie geil. So, die brauchen Futter jetzt hier. Das heißt, wir verkaufen denen jetzt ein bisschen Essen. Ich glaube, das hilft was. Wir schlachten Schafe und Kühe. Und dann verkaufen wir das Fleisch erstmal. Und natürlich das Getreide. Wir karren gleich ein bisschen Getreide ran für die. So. Damit passt das schon mal. Dann kaufen wir hier ein bisschen Fisch ein. Ist teuer, aber... das geht schon. Wir sind jetzt Stadtbesitzer. Wir kriegen jetzt unendlich viel Kohle rein. Flandia hat scheinbar auch, wenn ich mir das hier so anschaue, wollten die gerade das Ding zurückerobern, aber dann kam ich denen halt jetzt schlicht und ergreifend zuvor. Ne? Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich für die. Aber weißt du was? Das ist mir egal. Sorry, Flandia. Aber das ist jetzt meine Stadt. Die gehört jetzt einfach mal mir. Ja, ich hab die erobert. Ah, geil. Ja, so geht das, Leute. So holst du dir Städte. So erschießt du dir die Städte. Ah, geil. Geil, 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 geil. Was soll ich sagen? Ich feier's. Warum ist eigentlich die Color Tilt da drinnen? Was macht die denn da? Ach so, die ist zu Besuch. Okay, ich dachte, die wäre im Verlies. Nee, da sind nur die Nasen drin. Und die sind da ganz gut drin, glaube ich. Das passt schon. Scoop Betrieb jetzt um unsere Stadt herum. Leute, von hier aus können wir jetzt alles machen. Wir haben die Kohle, ja?
Wir kriegen 1200 pro Tag. Kurz mal gucken, wie es der Stadt geht. Das ist ja wichtig. Tool braucht Rekruten. Und da ist Kalatild in der Festung drin. Fürst benötigt Pferde. Ja, nee, lass mal. So, es wird nicht mehr gehungert. Das ist gut. Nur noch minus 2 Treue. Das ist auch gut. Die Sicherheit geben wir ihnen. Und dann müsste das auch wieder klappen alles. Wenn das Festgelände erstmal gebaut ist, dann ist sowieso alles gut. Wir hauen nochmal ein bisschen Geld rein. Nice. Absolut nice. Wir werden uns nicht mal einem Reich anschließen, glaube ich. Sondern wir werden versuchen, von Kuyas aus die Welt zu erobern. Mess with us. Wir haben uns diese Stadt gestohlen, ja? Sun Tzu. Wir haben diese Stadt gestohlen. Nichtsdestotrotz natürlich weiter bei Vlandia ein bisschen einschleimen. Ist ja logisch. Wir lassen uns nicht vasalisieren. Wir rocken das so. Fürs Erste zumindest. Das ist der Plan. Ob wir den Plan durchziehen können, das müssen wir dann gucken. Aber, Alter, Alter, wie geil. Wie absolut geil. Wir kriegen halt jetzt einfach Kohle, ne? Über diese Stadt. Sie darf nur nicht rebellieren, dann haben wir ein Problem. Wenn uns sie nochmal rebelliert. Dann haben wir ein Problemchen. Aber bis dahin ist alles gut. Wie geht es unserer Stadt denn heute? Achso, warte mal, hier ist eine Quest, die würde ich mal gerne machen. Achso, das ist, achso, ich dachte, das wäre im Dorf gewesen. Ja. Gut. Wie geht es unserer Stadt denn heute? Hey, wir halten die Treue, das ist sehr gut. Das ist super. Das ist richtig mega. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt, ich muss mal gucken. Hat die Frau überhaupt die Skills? Sie hat immerhin ein paar Punkte in Vogt, ne? Also, das klappt schon. Das könnte klappen. Komm! Turnier! Schwarzes Herz. Geil. Ich möchte das schwarze Herz haben. Ich habe ja auch eins. Wie viele Wurfspeere hast du noch? Jetzt sind sie weg, okay. Oh. Ja, gut. Das sind meine Lieblingskämpfe. Mit den Wurfspeeren. Eine noch. Come on.
Der hat noch? Echt? Hat der gesammelt oder was? Was? Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können, dass ich den zumindest... Dass ich da zumindest den kleinen C getroffen habe. Aber gut, offensichtlich nicht. Naja. Goody. Let's go. Der war wichtig. Und jetzt können wir den von zwei Seiten in die Mangel nehmen. Und das schwarze Herz erobern. Sponsored by Hans van Totner. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich könnte schwören, ich habe wieder den kleinen C getroffen. Aber gut. Ist okay. So. Gewonnen. Woo. Oh, ist das cool. Ist das cool mit unserer eigenen Stadt jetzt. Mega. Aus einer Schnapsidee entstand etwas, was den ganzen Verlauf dieser Reihe hier beeinflussen wird. Und es war nicht mal Schnaps im Spiel. Ich glaube, die Plünderer kann ich dem Tool ja nicht geben, ne? Ich meine, wir können es ja mal versuchen. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wie es war. Die musst du, glaube ich, in die Armee aufnehmen. Und dann, glaube ich, kannst du sie ihm geben, oder? War es nicht irgendwie so? Ja, genau so ist es. So, jetzt kann ich ihm hier quasi diese Plünderer übertragen. Ah, die werden uns noch nicht reichen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Wie viel braucht er? 12. Okay, das heißt, wir müssen noch ein paar Plünderer verhauen. Aber das macht ja nichts, dann machen wir das doch. Dann suchen wir uns noch ein paar Plünderinos. Wäre ich Vlandia, ich hätte mir jetzt Krieg erklärt. Sag ich euch, wie es ist. Ich hätte mir selbst Krieg erklärt. Aber naja. Es ist, wie es ist. Plünder! Komm her! Komm, bleib doch stehen. Bleib da. Hallo, ich möchte Sie gerne anwerben. So, können wir gleich hier so mitnehmen. Gut, zurück nach Kuyas. Und dann können wir das abgeben und dann freut sich der. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt für die Siedlungsloyalität. Wenn wir da Quests erledigen für die, aber... Warum nicht? Warum nicht machen? Kostet uns nicht viel. Und Geld gibt's auch dafür.
Ey, ne, das ist schon geil. So eine Stadt am Meer. In der Wüste so ein bisschen. Das hat eine gewisse Romantik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, es sind zu viele, oder was? Okay. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Wunderbar. So, und die restlichen Plünderer schmeiß ich raus, oder? Geht von dannen. Liebe Plünderinos. Nochmal kurz gucken, wie geht's der Stadt? Der Stadt geht's hervorragend. Ja, wir haben jetzt sogar mittlerweile, wir haben es geschafft. Die Loyalität, die Treue erhöht sich. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das ist mega nice. Das heißt, wir kommen ins Plus. Cool. Sehr cool. Die gestohlene Stadt. Ach, toll. Aber meine Lieben, das soll's gewesen sein. Können wir das Pferd noch schlachten? Ja. Schlachten. So. Das lahme Pferd wurde geschlachtet. Die Folge ist vorbei. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie ich diese Stadt geklaut habe, dann gebt ein Like und schreibt einen Kommentar. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao.